Und damit herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Wir spielen die erste Folge von Teil 1. Ach ja, du spielst USK-16. Nur noch mal als Hinweis. Da hat er aber wirklich versucht, sehr tief zu sprechen. Kurzer Blick in die Optionen. Untertitel nehmen wir. Schwert. Ja, ich glaube, ich würde die Schwerter da haben. Die Schwerter vor allem. Das Schwert will ich dort haben. Die Bildschirmeinstellung ist optimal, wenn die Helligkeit Ihres Bildschirms so eingestellt ist, dass die Farbanzeige unter der roten Linie nicht mehr erkennbar ist. In, sagen wir es so, in meinem Aufnahmefenster ist es heller als jetzt bei mir im Spiel. Egal. Wir legen los. Devil May Cry. Sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So. You must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Years ago,
Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. The castle is above this cliff. Come on, let's go! Ha! Und da sind wir, auf Malay Island. Genau, spielt erstmal eine Runde. Ja, wir haben übermenschliche Kräfte, dämonische Kräfte. Wir können ihr trotzdem nicht hinterher jumpen. Dann nehmen wir halt ganz zivilisiert die Treppen. Gelbe Kugel, ein heiliger Stein, der Leben nach dem Tod herbeiführt. Interessante Formulierung. Magst du mir was dazu sagen, Dante? Nö, doch. In der Vergangenheit haben viele Leute diese Insel besucht. Und an dieser Statue vorbei sind viele in den Tod gestürzt. Hä? Okay. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Oh Gott sei Dank, das Knister hat aufgehört. Auftrag 1, Fluch der Blutmarionetten. Heben Sie den Bahnhof und öffnen Sie die verwunschene Tür. Nahtlos abgeschlossen. Von dem Loch ist nichts mehr zu sehen. Hui. Also wir können relativ hoch hüpfen, aber nicht so hoch wie sie. So, ich muss mich kurz umgucken. Mir die ganze Sache angucken. Ich liebe diese Devil May Cry-Türen. Die macht tatsächlich Schaden, die Hand. Man sollte also ein bisschen vorsichtig sein. Rote Kugel, ein roter Stein, der ihnen neue Fähigkeiten und Türen eröffnet. Die neuen Fähigkeiten stehen ihnen zur Verfügung, wenn sie die Steine dem Gott der Zeit opfern. Irgendwie habe ich mit der Formulierung ein bisschen Probleme. Die Tür ist fest versiegelt. Ein rostiger Schlüssel könnte helfen. Merken, der muss rostig sein. Er muss. Sonst passt er nämlich nicht. Da hat einer die Treppe abgebissen. Aha. Hui. Ich habe immer Angst, dass er ein bisschen zu weit springt, wenn er so macht. Irgendwie erinnert mich der Turm an Teil 3. Oder ich habe Teil 3 falsch in Erinnerung. Kann ja manchmal passieren, dass man verschiedene Dinge in der Erinnerung zusammenpappt, die überhaupt nicht zusammengehören. Der Typ hat 3 Augen. Und Flügel. Hübsche Lampe. Dante, komm hoch. Sehr gut. Okay, da drüben waren wir. Da oben ist ein Gang. Genau, schön sanft runterlassen. Diese Statue muss wohl der Hüter der Zeit sein.
Dieser Gott kennt jeden Moment der Vergangenheit und erinnert sich an alles. Die Wörter dieses Gottes sind eingraviert. Jene, die sich die alten Kriegskünste aneignen möchten, müssen mir erst das Blut von Monstern bringen. Ich bekomme keine Antwort. Dann sollte ich erst einmal die darunterliegende Tür öffnen. Danke für den Hinweis. Sie haben 45 rote Kugeln verwendet. Es ist ungewohnt, dass man die Kamera nicht steuern kann. Oh. Heilungs. Fragment der blauen Kugel, auch bekannt als Fragment des Lebens, macht also nur ein Viertel des Ganzen aus. Im Komplettzustand kann es die Kapazität ihrer Lebenskraft erweitern. Ein schweres Eisengittertor ist da abgelassen. Wenn man diese alte Burg verlassen will, muss wohl erst das Tor hochgelassen werden. Ist ja toll. Ah, das ist also unser Weg nach draußen. Ich glaube, da werden wir noch eine ganze Weile nicht lang gehen können. Erstmal das Interieur zerstören. Ui, ist hier spannend aus da draußen. Sehr windig. Sieht aus wie ein Feuer, aber ich glaube, das ist irgendwie die Sonne und die sehr bewegten Blätter. Ach, keine Ahnung. Kann man hier irgendwas machen? Ja, man kann noch mehr kaputt machen. Mehr passiert hier nicht. Na gut, dann gehen wir hier lang. Aber es sieht schon schön aus. Es hat seine Momente, wo es ein bisschen verwaschen wirkt. Da geht es nicht lang. Aber es sieht gut aus. Aha, Geld. Warum ist noch mehr Geld? Erstmal Kopf stoßen. Ah, und auf dem Tisch herumlaufen. Das ist ein sehr hoher Tisch, fällt mir gerade auf. Dann drehst du dich bitte runter. Okay. Irgendwie sah das unproportional aus. Oh, hey. Rostiger Schlüssel. Der Schlüssel ist zwar verrostet, sollte aber trotzdem noch Türen öffnen. Ja. Was sollte mir die Einblendung gerade sagen? Ich kann ihm noch nichts tun. Aber er tut mir was offensichtlich. Oh, und er hat Freunde mitgebracht. Oh, um Gottes Willen, die Kamera. Aua. Bleib doch liegen. Gut, das war jetzt der Härtetest für die Aufnahme. Ich hoffe, es hat nicht geruckelt. Okay, die Musik läuft zwar noch, aber ich glaube, das liegt daran, dass unten auch jetzt Party ist. Aber die werden wir uns erst das nächste Mal angucken. Bis dahin. Wir sehen uns bald wieder bei Devil May Cry. Bye bye.